Der Hase ist seit Jahrhunderten ein Fruchtbarkeitssymbol. Er ist eines der ersten Tiere, die im Frühling Nachwuchs bekommen. Bis zu 20 Junge im Jahr. Das weiß auch Raffaela Gödel. Sie züchtet seit 5 Jahren Zwergwitter. Ich habe einen guten Zuchtfreund gehabt und auch von Deutschland, Steiermark. Ich habe Tiere importiert, weil ich wollte einfach trotzdem Tiere züchten, die was halt einfach trotzdem gesund sind, was eine gute Abstammung haben. Auf das liege ich halt viel Wert und ja, irgendwann hat man halt dann selber die Abstammung schon und die Linie, wo man dann einfach mit dem weiter züchtet. Die Steirerin hat derzeit 13 Hasen. Eigentlich waren Häsinnen das ganze Jahr bereit, dass Babys kriegen. Aber ich habe natürlich trotzdem so eine Zeit, also ich lasse meine Häsinnen so 2 Mal im Jahr zu und eben meistens jetzt wieder im Frühling. Drum sind jetzt, glaube ich, von meinen 10 Häsinnen, sind, glaube ich, jetzt gerade 4 oder 5 trächtig. Also ich erwarte bald Babys. Und ja, es ist einfach trotzdem die Zeit viel schöner, wie wenn so jetzt im Winter die kleinen Babys im Nest sind. Und da passiert natürlich auch schneller was, wie jetzt bei den wärmeren Temperaturen. Auf Hasenbabys ist Raffaela Gödel vorbereitet. Auf ihrem Instagram-Account postet sie regelmäßig den Tagesablauf ihrer Nager. Bald kommen wieder Junge zur Welt. Ihre Aufgabe? Dass ich dann jeden Tag in das Nest reinschaue, dass alle Babys im Nest sind, alle gut zugedeckt sind, eben auch noch ein Säugen. Es kann immer wieder mal passieren, dass ein Baby aus dem Nest gezogen wird von der Mama. Und das ist halt meine Aufgabe, dass ich das ganz schnell wieder ins Nest packe, dass ja warm bleibt, weil sonst hat es leider keine Überlebenschance. Nach rund 10 Wochen wechseln die Langohr-Vierbeiner den Besitzer. Bei der Vergabe der Tiere achtet die Steirerin genau darauf, wo die Hasen hinkommen. Also so ein 0815 Kaninchenstall ist nichts mehr, also da würde ich keine Tierchen von mir abgeben. Ich sage immer so mindestens 2 bis 3 Quadratmeter pro Tier, sprich 4 bis 5 Quadratmeter, wenn man ein Pärchen nimmt, weil ein Pärchen ist muss. Also ich gebe es auch nicht in Einzelhaltung ab. Damit es den Hasen gut geht, achtet die 34-Jährige auf die Ernährung. Was die Natur hergibt, also von Wiese, Löwenzahn, sämtliche Wildkräuter, natürlich im Herbst, Winter schaue ich, dass trotzdem für Salat, Kohl, sämtliche Dill, Petersilie, also alles, was so grün ist und auch Pastinaken fressen es ganz gern bei mir im Winter. Zum Wasser kommt eine spezielle Zutat. Die Hasenmama hat noch einen Geheimtipp. Ich tue immer einen Tropfen Oreganoöl ins Wasser. Das ist auch gut für die Darmflora, für den Gift. Gut versorgt hoppeln ihre Tiere im Stall und in der Wiese. Pünktlich zum Osterfest kommen dann die Jungen zur Welt. Dann hat die Hasenmama wieder jede Menge zu tun.